Da kommst du rein, oder? Ja. Genau, jetzt Arbeitstag. Eine erste Version vom Film. Zusammen mit dem Nistimann Erdede, der die Hauptrolle hat, fielen die beiden Chefs der Agentur mit dem Namen «Freundliche Grüße» noch an den Details. Mit dem Film wollen sie andere Firmen motivieren, dass sie Flüchtlingen auch in anspruchsvollen Jobs eine Chance geben. Alle sagen immer, wie schwer es ist und wie kompliziert und wie viel Hürden es gibt. Und wir haben uns dann gesagt, mit dem Projekt Integrated, wir probieren es einfach einmal. Wir probieren es einfach einmal und schauen, ob es funktioniert. Und erst einmal für mich Praktikum, Anfang Praktikum war so, erst einmal jetzt, ich gehe 9 Uhr zur Arbeit. Nach den 9 Jahren. Wir haben gesagt, er kommt bei uns rein und ist ein Mitarbeiter und das Siegel Flüchtling hat es nicht mehr gegeben. Ja, von Anfang an hat er mitschaffen. Sein Studium in Kunst und Medien, das er in der Schweiz mit wenig Budget gemacht hat, hat ihm dabei geholfen. Er hat eine Kampagne für Reporter ohne Grenzen entworfen. Als politisch verfolgter Kurde in der Türkei hat er einen Haufen Insiderwissen eingebracht. Der Nisti hat durch seine Erfahrung einerseits als Aktivist in der Türkei und andererseits mit den Bedingungen der Isolationshaft hat er Einsichten in die Kampagne bringen, die in der Schweiz ausser er schlicht niemand hatte. Das Praktikum ist seit dem Sommer vorbei. Bis jetzt hat er noch keine neue Stelle. In seiner Wohnung im Zentrum von Zürich schaut er Aufnahmen aus seiner Heimatstadt an. Çabakır im Osten der Türkei. So hat es ausgesehen, als er von dort weggegangen ist. 2015 haben schwere Angriffe durch das türkische Militär den historischen Teil zerstört. Und Leute sind obdachlos. Einfach. Sie haben keine irgendwo ein Dach zu wohnen. Und das ist der letzte Stand von dieser Stadt. Seine Eltern und Verwandte wohnen außerhalb. Die türkische Regierung hat die Altstadt evakuiert und verstaatlicht und investiert jetzt in einen Wiederaufbau nach ihren Vorstellungen. Wo der Nistimann Erdede mit 28 aus der Türkei in die Schweiz geflüchtet ist, hat er zwei Alternativen gehabt. 6 Jahre ins Gefängnis und dann ins türkische Militär oder in die Berge flüchten und sich dort den bewaffneten Kurdenkämpfer anschliessen. In der Schweiz ist es dann 5,5 Jahre gegangen, bis man ihn als Flüchtling anerkannt hat. Sobald er kann, will er zurück. Aus der Zeit da will er das Beste machen. Wie irgendwann irgendwie mein Heimatland zurückzugehen kann, wenn Krieg nicht mehr herrscht. Und dann so einfach hier, wie kann ich mit dieser Gesellschaft in dieser Zeit produktiv etwas geben und nehmen, nicht nur nehmen, diesen Austausch zu leben. Aber das ist nicht einfach. Auch nach dem Praktikum lebt er ohne festen Job weiter von Sozialhilfe. Bei der Schweizerischen Arbeitshilfe, die ihn auch fürs Praktikum vermittelt hat, hilft man ihm, seinen Lebenslauf zu optimieren. Sein Ziel ist, sein türkisches Diplom als Chemielaborant anerkennen zu lassen. Da weiss man, wie gross das die Hürde für Geflüchtete ist, um in der Wirtschaft eine Stelle zu finden. Konkurrenz ist gross. Es hat immer noch Leute, die mehr vorzuweisen haben, mehr Bekanntes vorzuweisen haben, wo einortbar ist. Diplome sind nicht anerkannt, die die Leute haben. Für eine Festanstellung hat es auch bei der Agentur nicht gelangt. Aber das sei auch nicht die Idee gewesen. Er kann dafür als freier Mitarbeiter noch an der Kampagne für Reporter ohne Grenzen weiterarbeiten. Für die Zukunft ist er immer noch optimistisch. Man muss anfangen, eine Chance zu geben. Beide Seiten muss man Chancen, so, ja, einander besser zu verstehen können, ohne Vorurteile, ohne Sorgen, einfach losgehen. Die Erfahrungen durch das Praktikum haben seine Hoffnung gestärkt, endlich einen Job zu finden und in Zukunft unabhängig von Sozialhilfe seinen eigenen Weg zu gehen.